Ich will nicht ins Wasser landen. Aber Kai, du kriegst ein Level up. Stimm mir zu. Puh, wunderbar. So Leute, jetzt aber ganz kurze Pause. Muss ja was umwenden. Genug frische Luft. So, und genug Helligkeit. Und schon geht's weiter. So, gibt es hier... Speichern. 60%. Jiha. Die und ihre Scheißglyphenrüstung. Nein. Tu mir nicht weh. Ach. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Waffe einen One-Hit-Kill macht. Weil ich das gerade gesehen habe. Aber mich würde interessieren, wie diese Waffe funktioniert. Die muss wie bei Assassin's Creed die versteckte Klinge auf einmal so rein- und ausfahren. Oder was ist wie bei Assassin's Creed? Also ich habe mir mal den Bauplan angesehen. Angeblich muss er mit einer Schnur, aber das glaube ich nicht. Ich meine, in YouTube dazu gibt's nicht. Was war das? Boah. Ach, ich nehme die. Ja. Ich habe ja schon Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt. Plus Assassin's Creed, das habe ich noch nicht mal angepackt. Weil das will ich nämlich als Let's Play machen. Wenn ihr wollt. Ja, voll stylisch. Ich glaube, ich krieg jetzt insgesamt... Ach, scheiße. Ja, klar! Ich glaube, ich krieg jetzt insgesamt nur noch... Hey, ich hab dir die Klinge durch den Schädel gerammt. Du müsstest tot sein. Ja, was war... Also ja, in diesem Spiel hier, Blood Omen 2, werde ich vielleicht noch maximal dreimal, Maximum, dreimal ein Level abbekommen. Und dann überhaupt nicht mehr. Scheiße. Nein! Oh, das war knapp. Ich bin mal gespannt, was die zweite Attacke ist. Oh yeah! Wie stylisch.
So. Ach, da geht's weiter. Ups. Ja, immer wenn der kleine Hunger kommt. So. Oh, ist ja wunderbar. Was für ein Leichenschmaus. Reichlich Blut und zwei Wege. Ich glaube, ich bin. Gebe ich mir mal noch auf. Wie viel sind das? Eins, zwei. Ach Mensch, Leichenteilchen. Wissen ist Macht. Ihr habt euch, manche haben sich vielleicht schon gewundert, Moment mal, in welchem Jahr spielt dieser Teil? Blood Omen 2 müsste normalerweise da doch 200 nach 0 spielen. Also in der zerstörten... Ach, egal. Ach, nein. Einfach 200 nach 0. Wenn ich die ganze Legacy of Kain Series... Cutscene. Ein Toter. Wir haben einen Toten gefunden. Es wird noch mehr Tote geben. Er ist hier. Ich fühle seine unerträgliche Arroganz. Verdoppelt die Wachen in der Energiekammer. Er darf den Nexusstein auf keinen Fall erreichen. Wer ist es, Herr? Ein alter Freund, der bald erkennen wird, dass er ein Nichts ist. Erstatte mir sofort Bericht, wenn du etwas Ungewöhnliches siehst oder hörst. Ach Mensch. Unser Vampir. Also ein alter Freund. Oh Gott, die haben alle so glasige Augen. Wow. Na, jetzt mache ich erstmal hier den Kampf zu Ende. Und dann werde ich erzählen, was ich hier vorhab und bla bla bla. So. So. Also, und zwar, wenn ich die ganze Legacy of Kain Series durchhabe, dann werde ich mal ein bisschen so auflösen, was die richtige Reihenfolge ist. Pipapo wird alles Mögliche erklären. Weil dann macht das auch eher einen Sinn, wenn man hier die ganze Legacy of Kain Reihe hier verfolgt hat. Oder besser, wenn man wirklich alle Teile mal selber gespielt hat, dann macht das auch einen Sinn. Also Blood Omen, Blood Omen 2, Soul Reaver, Soul Reaver 2 und natürlich Defiance. Nehme ich jetzt mal mit. Die eine Waffe hat mir gute Dienste geleistet, kein Ding, aber... Ruhe. Na, verdammt, war doch nichts mit hier. Ich krieg einen Haufen Kisten. Ach, so war das, okay.
Schon wieder alles so glasige Augen. Also ich weiß euch nicht, was das so gespielt wird. Was gehört? Bin ich zu nah? Schon so spät. Ab mit dem Kopf! So. Ach Mensch. So. Ja, speichern. Ah, 75. Oh, ja klar! Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Na komm schon. Sei brav. Ab mit dem Kopf. So. Es ist schon episch, wie Kain das Blut trinkt. Mit offenem Mund und alles sau fließt das so einfach hinein. Na komm. Das ohne zu schlucken. Schon bedauernswert. Bemerkenswert. Mädel. Ach, eine Kiste. Gestatte mir einfach mal hier Zutritt. Merci. Oh ja. Ab mit dem Kopf. So. Wunderbar. Na komm. Ach, der kleine Hunger meldet sich auch. Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Kopf ab. Und Energie ganz voll. Energie ganz voll. Schön. Wo ist denn die gute... Ach, ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ach, da. Tu mir nicht weh. Ich tue dir nicht weh. Ist alles ganz kurz und schmerzlos. Ohne Primborium. Und so. Wissen ist Macht und mehr. Ja, ja. Unsere schöne blauen Kisten. Sorry, du musst ein bisschen leiden. So. Wunderbar. Hopp, kann ich hier hoch? Ja, kann ich hier? Ja, kann... Nein. Hier gibt's auch gar nichts mehr. Oder? Nee. Ich dachte, da oben wäre eventuell eine Kiste. Etwas versteckt, aber...